Welcome back to Resident Evil 6 mit mir, Verity und dem Langstar. Aber ich glaube ja, das ist Call of Resident Evil Duty. Du meinst Advanced Fall? Oder Nee, Advanced Bio Titan? Advanced, warte mal. Call of Resident Evil Duty Advanced Scheißdreck halt. Ja, Dann lass mal hier. weitergehen hier in dein Dining Room. Ja. Und ja, ich bin schon ganz gespannt. Ich hoffe, wir haben jetzt mal wieder einen etwas ruhigeren Teil vor uns, der mich nicht so stresst wie im letzten Part. War ja schon echt übel, also muss ich schon sagen, hat mir nicht so gut gefallen. Und ich bin glücklich, dass wir das jetzt überstanden haben. Auf jeden Fall schon mal düstere Gemäuer. Habt ihr das naive Kerlchen gehört, ey? Aber wie sie hier stehen, wie Statuen. Ich hab erst gedacht, das sind Statuen, als wir noch an der Tür standen. Okay, spread out. Search this place top to bottom. Soll das Rathaus sein? Alter Schwede. So ein Rathaus will ich auch haben, ey. Are these people? I'm picking up lifeform readings. It's like they're in cocoons. Who's there? Hey Breakers? Boom! Ich spiele mal so ein Puzzlespiel, so ein Tetris-Klon auf Super NES. Hey Breakers? Boom! War der einzige Soundfall, die es im Spiel gab. Over here! I'm getting a reading on the other side of this door. Ach, der Rookie ist vor, oder was? You're with me. Everyone else keeps searching out here. HQ, three of us are splitting off from the group, heading further into the building. Move in! Aber wenn sie den Kokos sind, dann lass uns doch jetzt kaputt machen, ist er dann rauskommen oder nicht? Oh ne, wir warten dann, da macht's mehr Spaß, oder? Ah, warte mal. Die kommen dann, wenn wir zurück, wenn wir wieder rausgehen, kommen sie alle. Dann macht's mehr Spaß. Guck mal, das hat ein bisschen. Guck mal an, ey. Siehst du die Parallelen, Alter? Welche Parallelen? Es ist nicht ganz, aber so ein bisschen erinnert es mich an das Herrenhaus aus dem ersten Teil. Kannst auch hinten oder der Treppe lang gehen und so. Ah, stimmt, ja. Treppe ist nicht ganz akkurat, da hast du ja nur eine Treppe in der Mitte gehabt im Urteil. Aber guck mal hier hinten, original, hier ist auch ein Emblem, Alter. Ich versuche mir hier gerade die Geschichten auszumalen, warum hier Leute in diesem Schleim an der Wand kopfüber hängen. Wie ist das denn bitte zustande gekommen? Du hast aber vor uns, was ich gesagt habe, hier auf der Brücke das Emblem, das hast du schon mitgenommen, oder? Ich habe keins gesehen. Du hast da ja nicht verstärkend. Du hast gesagt, du glaubst mir nicht, was soll ich denn dann dazu sagen? Ey, da kann ich dir ja noch 10-mal drauf hinweisen. Klare Kommunikation. Ich habe gesagt, ich glaube dir nicht. Und dann hättest du mich ja davon überzeugen können, wenn es dir wirklich am Herzen gelegen hätte, dass ich es bekomme. Am Herzen gelegen hätte es auch dann. Ja, ist doch so. Klingt schwul, ist aber so. Ich steh morgens auf und denk nur daran, oh, hoffentlich krieg ich das ein Emblem heute in Resident Evil, Mann. Derb, wenn das nicht passiert. Guck mal, hinten ist auf jeden Fall ein rotes Lämpchen. Ich glaube, hier ist eine kackende Giraffe auf dem Bild, weil die ihren Schwanz so gehoben hat. Hat eine Giraffe? Die hat doch gar keinen Schwanz. Natürlich hat die einen Schwanz, Alter. Aber nicht so ein Schwanz. Ist, glaube ich, du bist ein Schwätzer, Alter. Ja, weiß ich nicht. Guck mal, die hat da irgendwas am Popo. Du und deine Bilder in Videospielen, ey, das gibt's doch wohl gar nicht, ey. Das ist immer wieder lustig, was man da entdeckt. Guck mal, der Herr Jones, ne, der Indianer. Wo denn, was denn? Ist er das nicht? Sieht doch so tempelmäßig aus hier, der Erste. Ach, du sagst jetzt wieder La Malediction, oder? Naja. Jedes Mal, wenn ich da rangehen will und mit dieser. Guck mal, das lehnt er sich immer wieder an diese verhohte Wand ran, dieser Idiot. Wo erkennst du da Jones, Alter? Was ist denn mit dir los? Ich interpretiere ihn da nur rein, wolltest du heute so ein bisschen. Ich sehe da gar nichts, Alter. Ich sehe da eine Treppe und rechts ist ein Gebäude. Das ist alles, was ich erkennen kann ich an dem vom Ding. Ersten Bild gesprochen.
Da steht halt so ein Typ. Könnte auch der Typ sein aus Poltergeister. Könnte auch der Butler aus den hier wie hießen diese 60er Krimis, wo immer bei uns liefen? Weißt du, was ich meine hier? 60er Krimis. Ja, diese Krimis, mit Ich denke Klaus jetzt. Kinski als Butler, weißt du? Oh Das Gott. müsste doch ein Begriff sagen. Deutsches Fernsehen oder was? Oder amerikanisch? Nee, amerikanisch nicht. Ja, nee, dann kenne ich es wahrscheinlich nicht. Doch, du kennst es. Ich weiß, dass du es kennst. Ich komme bloß gerade nicht drauf. Tatort oder was? Aber das hat doch nichts mit Nein. Butler zu tun. Nein. Klaus Kinski als Butler, wenn du das nicht sagst, das ist. Das ist so, kennt jeder. Edgar Wallace. Kennst du doch Edgar Wallace, oder? Die Krimis, Edgar Wallace, die früher rauf und runter liefen im deutschen Fernsehen. Der Froschmann, diese Parodie, der Wichser basiert nur auf dieses Edgar Wallace, auf diese Edgar Wallace-Filme. Mit Kalkofe und so. Doch gar nicht. Edgar Wallace kennt er nicht, habt ihr das gehört? Von wegen hier, ich bin schon so alt und hab Spielerfahrung. Ist auch alles Spielerfahrung. Ansonsten kennt er nicht. Nicht. Edgar Du Wallace kannst ja nicht. so sagen, jeden Mist, den du kennst, muss nicht jeder kennen. Edgar Wallace kennt jeder Mensch in Deutschland. Das machst du mir nicht weiß. Wenn du das nicht kennst, ist ganz schön traurig, ey. Da wäre ich bereit, eine Geldwette mit dir einzugehen und wir fragen einen Unbeteiligten. Ja, bin ich auch oder bereit drei, dazu. damit's fairer ist. Ja, damit es fairer ist. Naja, es kann ja sein, dass es einer nicht kennt, dann hast du halt schnell verloren, ne? Aber wenn wir drei fragen, dann haben wir halt. Jawohl, es kennt jeder Mensch. Die Karre kam so oft im Fernsehen. Klaus Kinski als Butler, ist legendäre Rolle. Damit wurde er bekannt. Deutsches Fernsehen bin ich nicht so betucht. Es gibt ganz wenig deutsche Produktionen, die ich mag. Und das sind dann auch nur so Filme Ich habe wie. auch nicht gesagt, dass ich die mag. Ich weiß bloß, dass das halt ultra bekannt ist. Das kennt halt jeder. Ach was. Ich stehe dann mehr so auf das weiße Rauschen oder Schule oder sowas. Das Du sind auch gute gesehen, was ich deutsche gesehen habe? Filme. Nö. Oh, soll ich dir sagen oder willst du es nicht wissen? Da bist du wieder vorgeprescht hier, oder? Weiß nicht, hast du wieder so einen Dicken gesehen oder was? Nee, ich habe jemanden mit roten Sachen gesehen. Oh, dann ist es aber die echte. Nee, glaube ich nicht. Die mit dem blauen Raum ist doch die unechte, oder? Ja, es war roter Schall. Wollte ich ja nicht direkt aufklären, wer es ist. Hyperaktiv der Mann, oder? Oh, was war denn hier? Ich weiß, was wir hier haben. Warum sind denn hier schon wieder so viele technische Geräte drin? Verdammt. Obwohl, sind ja nicht wirklich viel. Sieht eher aus wie so eine Amateurfunkanlage. Technische Geräte. Sieht aus wie eine Radarstation oder Radio oder sowas. Hast du das Schrotflintenpäckchen hier aufgenommen auf dem Tisch? Jo. Bin auch Warum mal ab müssen hier. wir denn eigentlich den Rookie jetzt hier mitnehmen, Chris, was hast du dir dabei gedacht? Ja, damit er halt bei einem erfahrenen Mann ist, ne? Doch alles klar. Würdest du bitte weggucken? Ich kann sonst nicht. Nachher beschwert sich wieder, dass ich vorbreche. Guck mal, hier ist wieder ein geiles Bild. Kannst du wieder deine geile Giraffe mit dem Schwanz angucken? Ja, aber die hat doch einen Schwanz da. Die Giraffen haben die ja doch. Ja, doch. Doch, die wedeln ja auch immer, die fliegen so weg, ne? Stimmt schon. Also Ja. ist die doch am Kacken, weil die den Schwanz ja gerade so hochhält. Das ist auch fröhlich. Ja, aber dann wird der Schwanz doch richtig so, weißt du, so nach oben zeigen. Vielleicht haben wir jetzt einen guten Satz gefunden, den wir irgendwie mal mit dem Part, wie wir mit dem Part nennen können. Ja, irgendwas mit Schwanz oder so. Die hat doch einen Schwanz oder so. Dann verdreifachen wir direkt unsere Viewerzahlen, Ja, wo wir wahrscheinlich. Schwanz im Titel haben. Ja. Die Häse dick oder so müssen wir schreiben. Oder, die haben doch nicht so große Schwänze. So können wir den Part auch nennen.
Da geht's also los. Was bist du jetzt für einer? Warum kommt da so ein komisches Ding raus? Call it into HQ. Geh steig mal aus nächster Nähe. Ah, bringt noch nichts. Was ist denn das? Hat ein bisschen was von so einem Monster aus. Weiß nicht, World of Warcraft oder so, weißt du, so ein Grind-Mob oder so. Ey, da hab ich auch. Guck mal, kommen die Kugeln überhaupt durch? Nee, stimmt nicht. Oh! Mal super Granate, das war eine super Granate. Beste ever, ey. Wow! Eine Tasche. Okay. So, wie die Kamera abspastet, ey. Wow. Ich habe hier zwei Kisten zertreten. Ah! Oh, das sind ja zwei! Aha, dann können sie blenden. Hau ab, ich habe eine Granate hin. Das war nicht meine Granate. Keine Heilung mehr. Ja, ich hab gedacht, wir können die vielleicht in den Kopf stechen oder sowas, aber. Okay. Einer ist down. Hast du noch eine Blendgranate? Warte, ich mach eine. Beide sind down. Okay. Oh, der eine hat einen dicken, beide haben einen dicken Schatz dabei. Nice. Aber leider kein Herz frei, ne? Ach, da kommt der nächste. Der hat ein bisschen sich Zeit gelassen, glaube ich. Ich mache eine Kiste kaputt. Ach, also wir müssen den. Achso, wir müssen irgendwie die Panzerung da erstmal abkriegen. Jetzt ist er ab. Ah, come on, sit down. Oh, wie eklig schleimig das aussieht, ey. Das ist ja schon cool. Du hast wenig Leben, ne? Geh doch mal ruhig zum Gegner hin und mach da ein bisschen Schabernack. Ja, vor allem vorhin konnte ich ihn halt hauen, richtig mit Bildschirmeinblendung und jetzt halt wieder nicht. Ja, der hat's. Wieder kein Herzteil. Oh, ein bisschen enttäuschend, und vor allem nur 1500. BOW ist neutralized. Stay on your guard. Aye, aye, Captain. Was hat unser Rookie eigentlich gemacht? Der macht hier jetzt die Türen von uns auf. Also jetzt müssten wir ja unsere Schuhe dreckig machen beim Auftreten. Hier ist nochmal Schrotflintenmunition. Ich bräuchte Heilung. Ich habe hier noch eine Kiste zerdeppert. Hast du die Schrotflintenmunition hier? Ja. Warum haben sie nicht stattdessen, statt diese Checkpoints, also ich bin ja immer ein Freund von diesen Schreibmaschinen gewesen. Ne? Also früher nicht, aber heutzutage schon wieder irgendwie. Einfach hier Sachen, wo man abspeichern kann, weißt du? Bei Resident Evil 4 konnte man auch noch mit Schreibmaschinen abspeichern. Schade, dass das nicht mehr geht. Aber warte mal, ich guck noch mal ganz kurz hier, Emblem und so, ist ja ein großer Raum. Ich habe hier drei Kisten zerdeppert. Ach, der arme Chris. Dem geht's nicht gut. Trink mal einen Schluck. Oben erst ein Stock am Geländer war eins. Auf die Gefahr hin. Ich glaube dir jetzt ohne weiter nachzuhaken. Aber ich habe gar keinen Schuss von dir gehört. Verarsch mich doch wieder.
Tief geschossen. Können die Zuschauer bestätigen. Hab ich nicht gehört. Am Geländer, sagst du. Wenn du rausgehst. Hier hab ich veräppelt, ey. Ich komm mir grad voll veräppelt vor. Nach oben. Ah, links oben war's, wo ich hinschaue. Du Arsch. Ich wusste es, ey. Weil ich halt gerade so extrem schlecht sehe, ne, durch meinen Gesundheitszustand. Deswegen nochmal schön eine reindrücken, weißt du, wenn der ENC gerade nicht gut geht. Lol, lol. Was denn jetzt? Wie du jetzt aus der Deckung raus bist und einfach Kerzen gerade nach oben gezielt hast, das sah so bekloppt aus, Mann. Oh Gott, und dann hat er sich so hingestellt und musste ich anfangen zu lachen und dann fängt er das Gähnen an, der Chris, weißt du? Ich glaube, ich sehe nicht richtig, ey. Das sah echt dumm aus. Das sind eigentlich nur Rückenübungen, die ich hier mache, weißt du? Auch so, ich weiß nicht, ob ich es gut nachmachen kann. Sieht halt schon bekloppt aus, hier steht schon schön. Zack. So ist es schon genauso wie die Zombies in der Tür, ey. Also unser Rookie gibt da hier wieder vollen Einsatz. Gibt da alles. Macht da wieder Türen auf. Hinten an der Tür war auch noch Zeug gelegen. Boah, ich sehe so schlecht. Hä? Da ist noch einer. Ach, der gehört zu uns. Ja. Der war nice. Auch wenn ich nicht verstehe, wie ihr daran sterben kann. Hier ist ein rotes Kraut. Damit habe ich jetzt wieder 6 Heilung. Gott sei Dank. Warte mal, ich muss mal unbedingt 1 geben. Da hinten. Glaube ich denn nicht? Ich weiß, dass es gelogen ist, ey. Ja, alles klar. War so trocken rübergebracht, weißt du? Aber hingeschaut habe ich natürlich trotzdem. Man will es ja nicht verpassen. Das ist halt das Ding an der Sache. Ja, wir trauen uns dann schon nach der Hälfte des Spiels nicht mehr. Damit du dich nicht bücken musst, oder was? The cavalry's here. Who are you? I work here. My name's Ada Wong. They held me hostage. C-virus. That must be what's creating this Juavo. Die ergibt sich. Guck mal, das ist die eindeutig die falsche. Aber es sieht halt geil aus, ne? Kein BH an und schön fetten Ausschnitt, Alter. Not until you give us a reason to. Neo-Umbrella. Neo-Umbrella? The organization supporting the guerrillas. Or at least I think that's what they were calling themselves. So the C-virus came from them? That's all I know. Thank you. We appreciate your cooperation. Finn. You're in charge of keeping her safe. Yes, sir. Keep an eye on her. Will do. We found one of the staff. We're turning to the foyer now. Come on, I'll show you a quick way back to the entrance. Jo. Hier ist eins.
Ist auch ein grünes Kraut, hast du übersehen. Das habe ich echt übersehen. Völlig bloß hingelaufen und hab's mit durch die Bildschirmeinblendung gesehen. Oh lol. Jo, hab ich. Ja, dann. Da ist noch eine Kiste. Also, habe ich kaputt gemacht, genau. Alter Rookie, warum zielst du auf uns? Willst du mal die Waffe abnehmen oder was? Was ist denn los mit dir? Wahrscheinlich ist die Waffe noch nicht mal gesichert. Captain. Ach was, was eine Überraschung, die sind mutiert. Das ist jetzt überraschend. Okay. Mach mal so. Also wäre ich jetzt so ein mutierter Zombie da unten, ne? Also ich würde unten stehen bleiben und mir denken, oh, ich lasse mich jetzt von oben schießen. So, wir müssen schon direkt weiter. Was schreit denn der da so rum, dass er sich das ja nicht mal gefragt hat? Ich höre so, weißt du, so im Hintergrund ganz düster so, Captain! Bestimmt ein NPC, Mann. Ma'am, please, just try to stay out of the way. Die halt überhaupt keine Ahnung. Jetzt haben wir 3000 Erfahrungen liegen lassen, glaube ich. Noch. Verstehen, aber wir haben auch Haufen Munition dafür behalten. Guck mal hier. Eine kackende Giraffen. Gerne. Was ist das denn? Das wird dein Screenshot, oder? Wo also sind wir Fach, denn hier Fach, jetzt? Was ist das denn jetzt hier, Mensch? Also dafür, dass Ada so viel drauf hat, könnte sie ja echt... Wow. Lol. Hä? Was hat mich denn jetzt im Fernkampf getroffen? Oh, ach, das Vieh ist hier. Alter. Alter. Oh, oh. LOL, wo ist denn der hin? Alter, was macht der mit mir? Was ist denn das? Eine Art Locker, würde ich sagen, ne? Echsenart oder so. Guck mal hier, ein Herzteil. Oh. Oh ja! Zweimal hintereinander umgefallen, ohne eine Möglichkeit, was zu machen. Okay, jetzt wieder ein Herzteil, glaube ich. Alles klar. Dafür haben wir den dabei, zum Türen aufmachen. Du da kaputt gemacht? Nix, ich hab mich abgerollt. Oh. Und Action. Aua, Mann, das muss doch nicht sein. Ich hab mich gerecht. Hast du noch welche von deinen 370 Granaten? Ja. Dass du die Panzerung absprengen kannst? Ja. Oh, schnell, 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 schnell. Ich finde das natürlich schon hammer nice, wenn du einfach drauf bleibst. Pam, 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 pam. Wie würde Deadlift die Soße sagen? Pam, 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 pam! Der hat wohl auch nichts mehr gehört, ne? Hat jetzt sein Geld der verdient. Macht, und nee, der macht jetzt hier The Biggest Loser Teams. Der hat jetzt hier die, weil diese Popstars, die lassen sich ja nicht mehr so gerne coachen, ne? Dann macht er jetzt lieber die fetten Teenager und hilft denen beim Abspecken.
Komm schon, beweg dich, du Schwarte! Beweg dich, du Schwarte! Wird er machen. Pam, 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 pam! Irgendwie so. Gar nichts, ey. Das hast du verdient. Alter, wie mich vollrotzt. Bein. Oh, geh sterben, Mann. Hier, zwei Herzteile. Dass wir einfach wieder einen Herzcontainer bekommen, ey. Warte mal, da kann man hoch, oder? Ja. Nee, hat getäuscht, sorry. Na, geh ich mal. Lass uns mal den anderen machen, da drüben, den Typ. Ich glaub, der hat's. Doch, da ist echt eine Leiter. Eine echte Leiter. Eine echte Leiter und ein roter Knopf. Nee. Oh, oh. Was macht er? Nix. Er ist rot. Hä, wo schießt denn... Wo kommt das jetzt her? Das ist wieder so eine unendlich Gegner-Spawn-Scheiße oder was? Hoffentlich nicht. Da, 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 da. Hier gibt's jetzt ordentlich Erfahrung, ne? In der Tat, ja. We're almost out. Just hold it together, people. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ich hab hier die Tür aufgedreht. Guck mal, Sache. Ich hab hier einen Weg nach unten und Kisten. Ich hab einen Weg nach oben. Und Kisten. Und dann nehmen wir den nach oben zuerst, ich glaub unten geht's weiter. Ah, hier ist dann auch Sackgasse. Bist du da hingekommen? Hier drüben. Hä? Hier drüben. Steh direkt an der Tür. Drück B. Ja, wenn ich B drücke, ne? Wirst du mir durch die Wand angezeigt. Kann ich auch nicht ausdeuten. Ja gut, durch den kleinen Schlauch wirst du doch zu mir finden hier. Ne, ich hätte jetzt fast hier die Wegfindung angeschaltet. Ach stimmt, die haben wir ja auch noch. Geil, geil. Das ist alles für das bisschen Erfertigkeitspunkte bin ich hier hoch, oder was? Ficken sie sich. Ja, hier springe ich erstmal ins Kreuz, wenn du, Kreuz, wenn du so unhöflich bist. Hoffentlich hast du die Kisten hier jetzt, kannst du hier noch looten, weil ich hatte schon eine Minute oder länger her, dass ich da hier war. Sieht schlecht aus. Oh. Ich sehe die gar nicht, Da. Hier. Hier war der Loot. Ah, hier. Okay. Hab's doch. Jetzt doch mal B gedrückt. Ja, da sehe ich ja den Loot nicht. Captain! Captain! Hurry! Hurry! Ich glaub, die Ada will was von mir, die hat mich da voll in die Ecke gedrängt. Wir haben dich zusammen in die Ecke gedrängt. Aber ich glaube, sie hat ein bisschen Mundstuhl gehabt. Ich hab dir meine Schokoladenseite gezeigt. The woman, she's gone. Finn! I don't know what happened. She was here a second ago. Super Idee. Oh. Thanks for the escort. Here's something to remember me by. Ach du Scheiße. Das ist ja mal assi, Ada. Das ist mal wirklich assi. Ja, das ist ja nicht die echte, ne? Ich
Warum schlüpfen manche sofort und manche nicht? Kommt doch die Art an. Ach, ist ja cool, dass die Tour auch wieder aufgeht. Nett, ja. Müssen wir rennen oder müssen wir kämpfen? Müssen wir wahrscheinlich rennen, oder? Oh shit. Oh shit. Okay. Alter! Der tut mir weh. Alter. Der tut mir weh. Ach was. Hypochonder, du Hypochonder! Chris! Ja, ne? Ach, guck mal, obwohl ich zweimal gestorben bin, du nicht, hab ich Gold. Oh yeah. Das liegt an meiner Sniper, muss ich ganz klar sagen, ne? Die Genauigkeit spricht für sich. Ja, das sind halt die Gegner auf Entfernung. Das ist. Kann ich halt. Weiß ich nicht, da trifft ein Schuss von fünf. Ich meine, wir können ja mal die Zuschauer fragen, was meint ihr? Meint ihr, es lag an der Waffe oder hab ich einfach mehr Skill? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Achso, Skills müssen wir noch machen, ne? Jo. Tjo. Hast du jetzt endlich mehrere Sets, die du anlegen kannst, oder hast du immer nur noch dieses eine? Ich hab nur eins. Okay. Das ist echt komisch. So, was willst du denn? Ich hab schon eine Vermutung, was du machen wirst. Wie viel Geld hast du denn eigentlich? 92.000. Ja, immer noch 8.000 mehr. Schon eine Frechheit. Aber ich weiß, was du dir kaufst. Ich gehe in den Angriff. Ich mach Schusswaffe. Aber wir sind nicht wirklich oft richtig gestorben, weißt du? Wir haben zwar unser Problemchen. Ich wurde zweimal vom Auto abgeworfen. Ja, aber meinst du, da hätte dir Verteidigung was gebracht? Nee. Ja, siehst du. Deswegen. Angriff ist erstmal hier die bessere Verteidigung, würde ich jetzt sagen. Aber weißt du, was wir dann machen? Dann kaufe ich mir jetzt einen neuen Skill. Geringfügige Erhöhung der Durchschlagskraft von Schusswaffen oder geringfügige Erhöhung der Chance, einen kritischen Treffer zu erzielen. Das ist halt jetzt die Frage. Ich weiß aus Erfahrung, dass Crit in Resident Evil schon geil war. Aber warum hast denn du so viele Slots da? Warum kann ich denn nur ein Setup machen? Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe das am Ende der Leon-Kampagne freigeschalten gehabt. Dann dort, sie können jetzt 8 Pets oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau, was da stand. Oh nein, jetzt. Ah, scheiße. Muss ich jetzt nochmal kaufen? Nee. Oh, Gott sei Dank. Ja, löschen ist irreführend, ne? Der Name. Aber warum kann ich es nicht einsetzen? Muss das alte entfernen? Ich kann mehr Gegenstände nicht mehr einsetzen. Kaufen? Ach, ausrüsten. Oh, alles klar. Wer lesen kann, ist mal wieder ein Vorteil. Geringfügige Erhöhung der Stärke von Angriffen gegen Chabo. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Geringfügige Erhöhung der Stärke von Angriffen gegen Zombies. Ach scheiße, jetzt habe ich... Schnelles Nachladen. Na. Erhebliche Erhöhung der Stärke des letzten verbleibenden Schusses. Das ist halt für so eine Schrotflinte ganz nice. Zielkreuz? Was braucht man denn überhaupt ein Zielkreuz? Braucht doch eh kein Mensch, wenn wir den Laserpointer haben. Ach, der Laserpointer wird dann entfernt, meinst du? Das hier verstehe ich halt nicht. Erhöhte Kampfenergie, Stufe 1. Wiederherstellung von 3 Einheiten der Kampfenergieleiste.
Ich hab null Ahnung, was mir dieser Skill jetzt bringen soll. Mal Ausdauer statt Kampfleistung einsetzen. Ja, das habe ich mir schon, das habe ich schon verstanden, aber das kann ich, da weiß ich trotzdem nichts damit anzufangen. Wiederherstellung von 3 Einheiten der Kampfenergieleiste. Ja, sonst ist es ja nur eine Einheit pro Tick. Ich würde das jetzt so verstehen, dass du dann 3 pro Tick bekommst. Aber ob das stimmt, ist dahingestellt, ne? So meinst du das? Na, ich glaube nicht, dass das ein Tick ist. Wenn wir ja stehen bleiben und nichts machen, dann regeneriert sich das ja langsam hoch. Das ist ja kein Tick oder sowas. Wenn ich wilde Ballerei nehme, ihr Zielkreuz wird entfernt, ja, genau. Aber die Stärke ihrer Angriffe mit Schusswaffen nimmt zu. Heißt das dann, ich habe den Laser noch oder was heißt das dann? Ja, das ist eben das, was ich mir auch frage, weil wir haben ja keinen Kreuz. Wie soll das sonst gehen? Wir haben ja kein Kreuz in dem Sinne. Ja, und ohne Laser und ohne Fadenkreuz, das kann es ja nicht sein. Erhöhung der Stärke von Angriffen ihres Partners, wenn er sich in ihrer Nähe befindet. Achso, nur ein Spieler, schade. Erlaubt ihrem Partner, ihnen bei ihrer Rettung eine kleine Gesundheitstablette zu verabreichen. Nur ein Spielermodus, na, herzlichen Glückwunsch. Nur ein Spielermodus. Ach, weiß nicht, was ich machen soll, ey. Ich weiß, ich tendiere fast dazu, Crit zu nehmen. Billig und du kannst es gleich direkt dreimal hochpowern. Ich glaube, das werde ich machen. Kann ich das machen? Das werde ich machen. Das machen wir jetzt. Machen wir direkt hier Stufe 2, bam. Dann machen wir direkt hier Stufe 3, bam. Guck mal hier, haben wir nämlich kritische Treffer Stufe 3. Erhebliche Erhöhung der Chance darauf, einen kritischen Treffer zu erzielen. So machen wir das. Und dann habe ich jetzt. Was denn? Ich habe jetzt ruhige Handstufe 1 gekauft für 2800. Stufe 2 31.000. Ja. Ach man, ich habe jetzt auch gedacht, ne, ich wollte nicht Crit nehmen und mich nervt es halt, dass mein Laser. Manchmal, ich stelle mich an die Deckung, dann gucke ich um die Ecke und der zielt mit dem Laser in den Himmel, weißt du? Wo ich mir denke, warum machst du das? Warum muss ich mich da jetzt erstmal selbst nach unten einvisieren und dann kann ich erst den Gegner wirklich bekämpfen, weißt du? Und ich hoffe, der Skill hilft mir jetzt, dass das besser wird. Ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat, wenn ich ehrlich bin. Erleichtert es, auf ein Ziel fixiert zu bleiben. Schauen wir mal. Ja, das ist für automatische Waffen halt. Drrrt und so, ne? Rückstoß. Na, aber dann ist das auch okay für mich als Chris. Ja. Ja, was bleibt zum Ende des Kapitels zu sagen? Spielerisch, ne? War jetzt nicht so schlimm wie davor. War wieder ein Stückchen besser, fand ich. Mit den größeren Gegnern ist es auch ein bisschen einfacher, das zu handeln. Waren auch mehr kontrolliertere Sachen dabei, wo ich das Gefühl hatte, die halt die Kontrolle halt einfach über mein Gamepad zu haben und nicht, dass der Charakter macht, was er will. Und das Finale war natürlich so ein bisschen, also wenn man sich nicht so sehr über diese Steuerung, wie gesagt, in so hektischen Momenten ärgern würde, kann man natürlich verstehen, wie er so einen Hass jetzt auf diese Ada hat, ne? Sie hat ja Finn und die ganzen Männer umgebracht. Was ich allerdings komisch finde, ist die Tatsache, dass er nur diesen einen Mann betrauert und die anderen drei Männer, die daneben standen, die haben ihn gar nicht interessiert. Das ist so. Was macht diesen einen Rookie da so wichtig? Die anderen Männer sind auch gestorben. Oder was denkst du? Vielleicht ist es sogar ein Familienangehöriger, aber das wäre Quatsch, oder? Nee, das glaube ich nicht. Ja, auf es ist halt schwer, die drei anderen Charaktere auch noch auszuarbeiten. Ja? Man kann ja nur um die ausgearbeiteten Charaktere trauern. Ich denke halt, was wollte ich noch sagen? Jetzt habe ich es vergessen, glaube ich. Ich habe es vergessen. Sprich. Nee, ich weiß nicht mehr. Also ich fand das Kapitel jetzt auch wieder ein bisschen angenehmer auf jeden Fall. Vom Szenario selber bin ich noch nicht so überzeugt. Müssen wir mal gucken, wie das jetzt noch weitergeht.
Achso, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Was ich sagen wollte war, ich glaube, die Vergangenheitsgeschichte haben wir jetzt hinter uns, ne? Jetzt geht's wieder in die Gegenwart. Ich denke auch, als jetzt haben wir erfahren. Obwohl, wir müssen da irgendwie noch rauskommen, ne? Wir stehen da, ich bin bewusstlos. So, meinst du, es wird nicht erzählt, wie du mich da noch rausholst? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, und um nochmal auf dieses Kampfsystem einzugehen, was mich da ja im letzten Part am meisten mitgestört hat, ist, dass die Kamera dich so oft in eine Situation zwingt, wo du nicht mehr handeln kannst. Weißt du, die Kamera fokussiert sich auf irgendwas und du bist gar nicht mehr richtig in der Lage, deinen Charakter richtig zu steuern in diesem Moment, weil du halt völlig woanders hinguckst. Gleichzeitig können aber die Gegner in dem Moment weiterlaufen und schon dir näher kommen und warten nur drauf, dass die Sequenz zu Ende ist, dass sie dir genau in dem Moment die eine reindrücken. Oder du bekämpfst halt gerade einen Gegner und dann fokussiert sich die Kamera irgendwie hinter dich, dreht sich also um 180 Grad und du denkst dir, warum? Warum gucke ich mir das jetzt an, wenn ich da gerade einen Zombie, der vor mir steht und mich töten will, bekämpfe, weißt du? Da würde doch ein Chris sich niemals umdrehen und sagen, oh, schau, da ist eine Tür, weißt du, so. Ja. Aber nun gut, wie gesagt, ich fand die Folge war jetzt wieder, wie gesagt, besser. Davor war halt ein bisschen auch durch Disconnects, die wir ja schon in der letzten, also in der vorletzten Folge, vor unserer Pause, aufgenommen hatten, war das ja schon ein bisschen stressig mit den Disconnects und das kommt dann halt noch dazu. Das ist halt dann noch so, die, wie man immer sagt, der Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt, wo man dann halt schlechte Laune bekommt davon. Ja. Ja, man kann mit einem Tod durchaus leben, aber ein Disconnect ist halt echt bad. Wirklich. Ja. Ist nicht schön. Ja. Jetzt haben wir 40 Minuten, 42 Minuten. Ist doch perfekt. Ich verabschiede mich diesmal zuerst. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Was denkt ihr? Denkt ihr, es geht wieder in die Gegenwart oder denkt ihr, es wird noch erklärt, was, wie ich Leon da, wie ich Chris da rausschaffe? Bin gespannt. Würde mich aber auch drauf freuen, jetzt wieder in die Gegenwart zu kommen, wenn ich ehrlich bin, weil ich wissen will, was es mit Leon und Jerry und so weiter, was die miteinander verbindet. Aber ja, jetzt bin ich erstmal weg und dann letzte Worte hat der Langstar. Ja, ich für meinen Teil hoffe schon, dass zumindest irgendwie noch gezeigt wird, wie wir uns aus dieser Situation, in der wir uns da jetzt befunden haben, noch befreien können. Denn Chris und sein Partner überlebt ja, das wissen wir ja schon, das ist ja kein großer Spoiler. Und ich würde schon gerne wissen, wie sie da rauskommen. Und ich hoffe, das sehen wir im nächsten Part. Seid gespannt drauf, schreibt eure Meinung, wie Verity schon sagte. Und dann war es das auch von mir und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Macht's gut. Bye bye. Der Larity. Drück mal Start. Ach so.